Musikschulen-News TV des Verbandes Deutscher Musikschulen. Wir berichten auch in diesem Frühjahr wieder über Neuerscheinungen unserer fördernden Mitglieder. Ich bin auf der Frankfurter Musikmesse bei Bärenreiter und bei mir ist Ivan Dorenburg und er hat ein ganzes Beethoven-Paket mitgebracht. Ja, eines unserer wichtigsten Produkte für das nächste Jahr, für das Beethoven-Jubiläum, ist dieser wunderschön geratene Beethoven-Kalender. Der heißt mit Beethoven durch das Jahr 2020. Und wir haben zu den meisten Tagen im Jahr haben wir Stationen aus dem Leben Beethovens, die gelistet sind, als Beispiel vielleicht hier, wo es dann das Lesebändchen drin ist. Auch zum Beispiel am 24. März hat Beethoven seine Sterbesakramente empfangen. Das ist natürlich jetzt nicht so die positive Nachricht, aber in dieser Woche gab es auch schöne Nachrichten wie Abschluss von bestimmten Kompositionen oder Beethovens erstes öffentliches Konzert in Köln 1778 am 26. März. Und so ist für fast jeden Tag hier etwas gelistet. Trotzdem bleibt noch Platz für Notizen und wir glauben, dass das auf jeden Fall ein schöner Begleiter für das nächste Jahr werden wird. Mhm. Neben Beethovens anspruchsvollen Klavierwerken bieten wir auch leichtere Arrangements an. Hier hat Jean Kleb, der bei uns schon viel veröffentlicht hat, zwei Hefte vorgelegt. Einmal Beethoven Goes Jazz. Da hat er ganz lustige Ideen auch als Titel drin, wie zum Beispiel Jazz Menuetto, Ja Pa Pa Pa, klar worauf das anspielt. Wahrscheinlich auch seine Raumpflegerin, die, das kennen Sie die Geschichte? Nein. Die wieder mal, wie das bei vielen Raumpflegerinnen der Fall war, erlangte das und sagte, ich kündige. Aha. Und dann hat er gesagt, das können Sie mir nicht antun. Sie inspirieren mich. Dann sagte sie, dass ich nicht lache. Ha, 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 ha. Also auf dieser Anekdote beruht wahrscheinlich dieses Klavierstück jetzt. Möglicherweise. Das ist mein Favorit, Freude schöner Götterfunk. Und da hat er sehr schön diese bekannte Linie für Jazz und er hat das gestern auch hier vorgestellt auf der Messe und hat hier auf dem Klavier gespielt, das ist sehr gut angekommen. Ähnlich ist Beethoven Around the World, da hat eben Beethoven nicht verjazzt, sondern eben bestimmten Weltmusikstilen zugeordnet und hat zum Beispiel einen Sonatango drinnen und Werke im Stil von Samba, Gamelan, Balkan, Oriental und so weiter. Vielleicht können wir mal reingucken. Ja, sehr gerne. Wir haben hier quer Beethoven zum Beispiel. Da schreibt ihr mal dazu, auf welchem Werk das beruht. Hier aus der ersten Sinfonie ist das hier. Und auch wie bei dem Beethoven Goes Jazz sind das relativ leichte Arrangements. Trotzdem kann man mehr daraus machen, wenn man entsprechend geübt ist auf dem Klavier und das ergänzen durch eigene Improvisationen oder so ähnlich. Ja, jetzt kommt was ganz Gewichtiges. Ja, ein sehr schweres Buch. Ja. Es ist schwer gebunden, es sind sehr viele Bilder drin. In der heutigen Zeit vielleicht etwas ungewöhnlich, dass man sich noch traut, ein Buch zur Musikgeschichte zu veröffentlichen, wo die Leute doch, wie wir auch schon gesprochen haben, alles gerne im Internet nachschlagen. Trotzdem lohnen sich solche Bücher immer noch. Wir haben hier sehr viele Bilder, sehr viele Informationen, die man natürlich im Internet auch irgendwie finden kann, aber nicht so gesammelt und nicht so zielführend, wie wir sie hier haben. Da haben die Bücher doch noch einen Vorteil gegenüber dem Internet, würde ich sagen. Und es lohnt sich noch, welche zu kaufen. Ja. Im Bosse Verlag haben wir mal wieder eine Chorsammlung vorgelegt. Populär sind ja nach wie vor nordische Komponisten im Chorbereich und das hier ist eine sehr schöne Sammlung mit bekannten nordischen Komponisten. Bei den meisten Namen traue ich mich nicht, sie auszusprechen, weil sie doch etwas kompliziert sind. Sie sehen hier das Inhaltsverzeichnis und können es dann selbst versuchen. Ja, ist eine ganze Reihe hier mit 140 Seiten. Sehr umfangreich, hat auf jeden Fall der Chor einiges zu tun und es ist jetzt auch mittlerer Schwierigkeitsgrad oft, also das, für die meisten Chöre dürfte das durchaus alles machbar sein. Da kann man ein schönes nordisches Programm zusammenstellen für das Konzert. Kurt Sassmannshaus und sein Vater Egon Sassmannshaus sind ja eine wichtige Marke im Bärenreiter Verlag
Kurt Sassmanns Haus veröffentlicht seit längerem weiterführend zu seinen Schulen eben diese Reihe Bärenreiter Concert Pieces. Einerseits haben wir für die Geige jetzt neu den polnischen Tanz von Edmund Severn. Der ist jetzt nicht ganz so leicht. Also man hat hier... Ja, man sieht es auch in der Geigenstimme, ne? Ja, das hier ist der, wir haben es jetzt hier anders. Ach, anders. Ah. Genau, hier, wir machen es bei dieser Reihe ja so, dass der Geiger ja die gebundene Ausgabenteil bekommt und die Klavierbegleitung eingelegt ist. Mhm. Im Gegenteil zu den sonstigen üblichen Klavierauszügen. Wir haben das so gewählt, damit der Geiger eben dann den schönen Teil für sich hat und der Begleiter dann nur diese Beilage für sich hat. Ja. Das ist recht anspruchsvoll, aber sollte auch als Ansporn dienen, da ein bisschen weiterzukommen. Schönes Stück. In der Reihe veröffentlichen wir auch inzwischen Werke für Bratsche und für Cello. Hier haben wir ein recht berühmtes Stück für Cello von Henry Eccles, die Sonate in G-Moll. Auch nicht ganz einfach, aber ein sehr schönes Stück. Auch hier ist die Geigenstimme. Die Cello-Stimme. Ja, die Cello-Stimme, vielen Dank. Die Cello-Stimme in dem schönen Einband. Sehr großzügig gedruckt, ich finde sehr gut lesbar. Und auch mit Fingersätzen, Strichbezeichnungen, so dass jeder, der ein bisschen Cello spielen kann, aber kein Profi ist, damit schon sehr viel anfangen kann. Mhm. Ja. Das wären so die Stücke, die vielleicht am ehesten für VDM-Publikum geeignet sind. Und so, Stücke und Bücher. Natürlich gibt es noch viel mehr jetzt an Neuerscheinungen. Wir haben sehr viel für das Beethoven-Jahr gemacht. Wir haben die 9. Sinfonie im Leinenband. Sehr schön für Dirigenten und für Bibliotheken auch geeignet. Wir haben alle Klaviersonaten ab Sommer im Programm, auch in Sammelbänden. Und hoffen, dass im nächsten Jahr sehr viel Beethoven gespielt wird. Ja, herzlichen Dank. Sehr gerne.